du bist noch auf der Suche nach günstigen FIFA 17 Coins? Dann check jetzt gerne den ersten Link in der Beschreibung ab. Dort geht's zu meinem Partner FIFAcoin.com und mit dem Rabattcode STAR bekommst du nochmal 5% auf deine Bestellung. Herzlich willkommen, Freunde, zu diesem neuen FIFA 17 Trading-Tipp. Und falls ihr mehr Trading-Tipps haben wollt, lasst jetzt gerne einen Daumen nach oben da. Dann starten wir auch direkt rein mit der heutigen Methode. Und zwar müsst ihr einfach nur in die Bundesliga reingehen und dann bei der Qualität eigentlich nichts eingeben. Position ist auch egal und dann geht ihr einfach mal so auf 200 Coins und dann müsst ihr auf alle Spieler bieten, die nicht aus Deutschland kommen. Also zum Beispiel auf ihn hier einfach 150 oder 200 Coins bieten, das ist eigentlich ziemlich egal. Und dann müsst ihr einfach nur danach auf den Preisvergleich gehen, falls ihr dann eben einen Spieler bekommen habt. Und ihr seht auch schon, die ganzen Spieler sind mehr wert. Die braucht man nämlich alle gerade für die Squad Building Challenge, ausländische Spieler oder Spieler im Ausland oder so irgendwie. Also für eine von den beiden braucht man die auf jeden Fall. Und hier habe ich auf jeden Fall ein paar Beispiele. 4 Spieler habe ich da hier bekommen und da kann man auf jeden Fall richtig, richtig leicht Gewinn machen. Also geht einfach mal da auf den Transfermarkt, bietet auf die Spieler. Und ihr seht hier, dass wir hier auch einen wahnsinnig guten Gewinn machen. Der ist 1300 Münzen wert und wir haben ihn für 250 Münzen erboten. Das ist einfach nur sauleicht, wie ihr da Gewinn machen könnt. Hier dieser Stürmer ist nicht ganz so viel wert, glaube ich. Den haben wir für, was war das, 300, glaube ich, erboten. Für 550 könnten wir ihn verkaufen. Wir stellen ihn aber für 450 rein, dass er sich dann auch direkt verkauft. Und dann kommen wir zum nächsten Spieler. Das ist einer aus der Calcio A. Das geht nämlich auch mit der Calcio A. Und mit der, mit welcher Liga geht es noch? Mit Deutschland, mit der Calcio A. Mir fällt die dritte Liga nicht ein. Ich glaube, es ist die Barclays Premier League. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Barclays Premier League auch dabei ist. Aber mit der Barclays Premier League geht es nicht ganz so gut. Mit der Calcio A bzw. mit der Bundesliga geht es am besten. Und hier haben wir dann noch einen für 200 Coins bekommen. Da sehen wir, dass der so circa 400 Coins wert ist. Also machen wir wieder 200 Coins Gewinn. Und ja, Freunde, das ist auf jeden Fall schon die Trading-Methode. Das ist richtig, richtig leicht. Und hier haben wir dann direkt die nächste Karte bekommen. Also ihr seht hier, man bekommt auch wirklich leichte Karten für 150 hier einfach den Spieler bekommen. Da sehen wir auch schon, dass wir den locker für 400 Münzen verkaufen können. Das machen wir natürlich dann auch direkt. Und ja, Freunde, das war's auch schon mit dem Trading-Tipp. Falls ihr mehr Trading-Tipps haben wollt, lasst jetzt gerne einen Daumen nach oben da. Ich musste heute ein bisschen leiser reden, weil es eben schon ziemlich spät ist. Und ja, dann könnt ihr gerne noch Twitter abchecken. Dort heiße ich FIFA Allstars Underline YouTube. Einfach mal abchecken. Das Ganze ist auch in der Video Beschreibung verlinkt. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und sage auch schon wie immer, ciao Leute, FIFA Stars!